Zum Start des Twitch-Comebacks verlose ich aktuell einen Nocta Hot Step 2 in eurer Wunschfarbe und in eurer Wunschgröße. Und das Einzige, was ihr machen müsst, um teilzunehmen, ist über Twitch zu folgen, @yannixcb, diesen YouTube-Zweit-Account hier zu abonnieren und einen Kommentar unter diesem Video zu schreiben. Das wär's auch schon. Ihr wisst doch, ein bisschen was zurückgeben. Giveaway geht bis zum 29.09. Macht da sehr gerne mit. Digga, der krasseste war immer Justin. Wisst ihr noch Justin früher, seine latest Pickups? Bro hat nicht mal Fit-Videos gemacht. Also mittlerweile ist es ja Standard, dass man Fit-Videos macht. So, ich glaube, jeder Fashion-YouTuber macht mittlerweile Fit-Videos. Justin hat früher nicht mal Fit-Videos gezeigt. Man wusste nie, wie das an ihm aussah, wie die Sachen gefittet haben. Das war crazy. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem YouTube-Zweit-Account. Wir sind gerade im Stream und sind auf eine sehr, sehr coole Idee gekommen. Und zwar seht ihr hier dieses leere Glücksrad. Das wird gleich noch gefüllt. Das soll eigentlich ein Glücksrad sein. Und auf dem Glücksrad werden wir ganz, ganz viele verschiedene Arten von Klamotten hinschreiben. Wie zum Beispiel Winterjacke, Kurzhose, Dreiviertelhose, Hemd, Longsleeve, was auch immer. Verschiedene Farben, alles Mögliche. Dann werden wir das Glücksrad spinnen. Und aus den Sachen, die das Glücksrad sagt, werden wir am Ende ein Outfit bauen. Und wenn dann gucken, ey, hat das Glücksrad gekocht oder hat es nicht gekocht? Weil ich glaube, da können tatsächlich sehr, sehr viele coole Sachen bei rumkommen. Als Beispiel irgendein Outfit, was ich noch nie so kombiniert habe. Und am Ende sagt es einfach geil ist, so was ich einfach nicht gedacht hätte. Deswegen machen wir das Ganze jetzt. Ich habe Bock drauf. Wir werden jetzt zusammen erstmal uns ein paar Sachen überlegen, die wir hier reinschreiben können. Dann werden wir das Ganze spinnen und dann werden wir es zusammenbauen. Ich habe übrigens auch eine neue Cam, auch hier fürs YouTube-Video nochmal. Ich habe jetzt hier so eine Weitwinkel-Cam. Und jetzt kann ich euch auch richtig mitnehmen. Kann hier alles die Sachen immer holen. Kann euch auch immer jetzt im Stream mein ganzes Outfit zeigen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist eine coole Idee. Wir machen das Ganze jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir legen los, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Let's go. Naja, das kann ja sonst doppelt kommen. Stimmt. Ihr habt recht. Wir machen erstmal Schuhe. Okay, Chat, was machen wir alles für Schuhe? Was habe ich für Schuhe? NSL TD Boots habe ich. Wir machen Ricks High, Ricks Low. Die habe ich auch. Was habe ich hier noch für Schuhe, Chat? Amiri Boots, Balenci Boots, Mani Slides. Könnte ein fatales Outfit werden. Reinnehmen oder nicht reinnehmen? Was sagt ihr? Timberlands, ja, Timberlands können wir auch reinnehmen. Ich habe auch noch Desert Boots. Also bis jetzt ist das alles drin, Chat. Wir können auch Desert Boots, wenn ihr wollt. Desert Boots habe ich noch hier oben. Ansonsten habe ich keine Schuhe, die jetzt so Air Force ist langweilig. Sagt ihr Turtle Doves und Yeezy Pots mit reinnehmen oder nicht? Digga, hier mit einem Outfit pullen. Ja, okay, komm, wir nehmen die rein. Wir nehmen die rein. Yeezy Pots und Turtle. Wir machen wahrscheinlich eh mehrere Runden, deswegen. So, jetzt haben wir erstmal unser Rad für Schuhe fertig. Schwarze Baggy. Blaue Baggy. Da machen wir Skinny-Hose. Was kann man noch machen? Wir können Baggy-Cargo nehmen. Wir können, Wax-Denim. Wax-Denim, weiteste Hose, die ich habe. Wir können auch Entire-Cargo. Entire-Cargo. Nur Unterhose, ja, safe. Ja, und wir machen... Aber ich sag echt, Kurzhose wäre langweilig irgendwie. Also, weil das Ding ist, kurze Hose wäre erstmal obvious Arsch. Und wir wollen ja jetzt auch irgendwie gucken, ob man vielleicht ein cooles Herbst-Outfit hat. Weil ich weiß nicht, was sagt ihr, kurze Hose rein oder nicht? Wir können auch versuchen, das so ein bisschen auf Ernst zu machen. Drei Viertel? Nee, ja, okay, wir lassen kurze draußen. Habt ihr noch was zu ergänzen oder sagt ihr, das passt? Easy Posten auch obvious Arsch? Nein. Vielleicht kann man hiermit kochen. Oh, Jogger. Gute Idee, Erik. Jogger, safe. Jogger ist eine gute Idee, passt. Ich denke so passt das. Also wir machen für Hoodie und sowas, für lang, wir machen, sollen wir ein Wheel für Langarm, ein Wheel für Kurzarm machen? Ja, komm, wir machen jetzt erstmal Kurzarm. Wir machen Kurzarm Hemd, Denim Shirt, dieses PDF, was ich habe. Dann können wir Jersey machen, da kann ich mir einfach dann Jersey aussuchen. Was gibt's noch bei Kurzarm? Wir können, ach nee, Longsleeve ist Langarm. Wir können normal White Tee machen. Wir können Unterhemd machen, stimmt. Unterhemd, ich habe kein Polo. Ich besitze kein Polo. Ich glaube, das ist für Langarm passt das. Ich glaube, für Langarm passt das. Für Kurzarm. Ja, wir können noch Graphic Tee. Graphic Tee. Langarm machen wir auf jeden Fall erstmal.
Zip Hoodie. Und wir machen das dann so, wenn dann zum Beispiel Zip Hoodie kommt, dann können wir zusammen entscheiden, welchen Zip Hoodie wir picken. Was, wo wir denken, was am coolsten aussieht. Checkt ihr, was ich meine? Wir können Zip Hoodie nehmen. Wir können Sweater nehmen. Wir können Longsleeve nehmen. Für Jacken, ich mache für Jacken ein einzelnes mit Bomber und so. Jacken machen wir einzeln. Zipper, Sweater, Longsleeve. Gibt's was anderes? Kein normalen Hoodie, Digga. Ich besitze keine Hoodies. Ich habe gefühlt keinen Hoodie im Kleiderschrank. Zara Polo aus LPU. Welches Zara Polo aus LPU, Bro? Ich habe keine Hoodies. Ich besitze keine Hoodies, Jungs. Ich habe keine Hoodies. Das ist ein bisschen schwer. Jacken. Wir machen Bomberjacke, Lederjacke, Workwearjacke, Regenjacke, Fleece. Ja, mehr Jacken habe ich nicht. Mehr Jacken habe ich nicht. Ich habe keine Puffer hier. Ich puffer alle im Keller. Habe keine Puffer hier. Ja, Trackjacke. Habe ich eine Trackjacke? Ja, Softshelljacke ist für mich Regenjacke. Aber wir können ja einfach... So, Softshell. Mehr Jacken habe ich nicht. Okay, das war's eigentlich, oder Chat? Also, oder brauchen wir noch ein Wheel? Wir haben jetzt Schuhe, Hosen, Kurzarm, da was man darüber zieht und Jacken. Ich habe natürlich im Wohnzimmer die Sacrolite Pufferjacke liegen, aber die kann ich euch leider noch nicht zeigen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Naja, es ist so Zipper Cap und so, ist unnötig. Kopfbedeckung, naja. Kein Bock. Wir haben es geschafft. Alle Wheels sind ready. Und jetzt geht's los mit den Outfits. Wir werden jetzt einfach Wheel für Wheel spinnen, uns die Outfits zusammenbauen und dann werden wir zusammen in der Community jetzt hier im Chat entscheiden, was wir uns picken. Also wenn es da zum Beispiel steht, Zip Hoodie, dann können wir uns selber was picken, wo wir persönlich denken, was am coolsten ist. Das Ziel ist, das coolste Outfit zu basteln, was aus den Sachen möglich ist. Das ist unser Ziel gemeinsam und das werden wir jetzt versuchen zu erreichen. So, okay. Boah, bei Schuhen habe ich ein bisschen Angst. Also ich sag ehrlich, Schuhe entscheiden eigentlich so alles, ne? Also, naja, wir spinnen. Wie spinnt man das hier? Mani Slides? Mani Slides? Wie random. Mani Slides? Mani Slides sind am Start. Das sind die guten Dinger. Ich sag ehrlich, damit ein freshes Outfit zu bauen, ist nicht so einfach. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Es sind sehr, sehr besondere Slides. By the way, auch Slides, wo ich mich in New York blutig gelaufen habe. Kurz geht raus. Okay, weiter geht's. Dann als nächstes Hose. Danke für deinen Primeski im 13. Ich küsse dein Herz. Bitte Mini-Freundin liegt. Nein. Okay, wir machen weiter mit Hose. Schwarze Baggies. Bis jetzt ist hart, okay. Aber welche nehmen wir? Die Frage ist, welche nehmen wir, Chat? Die Trend Vision, die wirklich baggy ist. Chat, ist das schwarz? Nee, ne? Das ist kein Schwarz, oder? Das ist eher so braun, ne? Das ist unsere Denim. Aber ich sag euch ehrlich, machbar. Finde ich machbar. Solid. Whitey, nehme ich mit. Das heißt, wir picken uns... Digga, ich hab einen Whitey an. Okay. Okay. Es läuft. Jetzt wird's interessant. Longsleeve? Ja, okay, Longsleeve ist dann für mich einfach jetzt, ich zieh ein weißes Longsleeve an. So, checkt ihr, was ich meine. Whitey, Longsleeve, das heißt, wir ziehen das hier an. Weißes Longsleeve. So. Jetzt brauchen wir halt, die Jacke macht's jetzt aus, ne? Wir haben jetzt graue Hose, also schwarze Hose, Mani Slides, weißes Longsleeve, bis jetzt clean. Aber wir brauchen halt jetzt eine Jacke, die es rausholt. Digga, ich glaube, das wird ein harter Fit, ne? Aber ich glaube, Avirex ist falscher Ehrgeiz, weil die ist so grün, dann so Creme und so, das und so rot und so. Ich glaube, das ist falscher Ehrgeiz. Dann haben wir die auch so ein bisschen Vintage-mäßig ist, so. Kann. Oder die ist so mehr so auf, die hier ist mehr so Leder-Bomber-mäßig, aber auch so Vintage, ein auf den, und die ist so ein bisschen so, die ist halt, das ist halt keine Bomber, die hat so ein Slim-Fit und die hat so ein Bomber-Fit, das ist mehr so eine Bomber. Ja, okay, die meisten sind zwei, okay. Ihr müsst jetzt eure Meinung in den Chat schreiben, okay? Eure Meinung in den Chat. Ich muss sagen, ich finde sogar valid. Also ich würde es jetzt nicht so, was sagt ihr? Also ich finde halt diese Schuhe und Lederjacke ist ein bisschen falscher Ehrgeiz, weil das ist so auf so, checkt ihr so Bad Boy, also ihr checkt, was ich meine. Und das ist halt so cozy.
So, ich finde Lederjacke und Schuhe ist nicht so geil, aber an sich für random Pick ist nicht schlecht. Gib mal eine 1 bis 10, Chat. 1 bis 10. Ich würde ihm so eine 6 geben. 6 ist eine 6. Aber ich sag ehrlich, für die erste Runde ist gut. Für die erste Runde gut. Obenrum Highschool, untenrum Mobbingopfer. Geil. Okay. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde. Nächste Runde, Chat, let's go. Oh, das könnte krachen. Okay. Tire Cargo. Das Denim-Shirt, Digga. Oh, nee, das wird, glaube ich, ganz schlimm aussehen. Okay, was machen wir hier mit Jacke? Ah, nee, das ist Sweater. Ja, den lasse ich jetzt weg, weil, Digga, ich sag ehrlich, das Ding hier ist für mich ein Sweater mit kurzen Armen, so. Ich kann jetzt darüber kein Sweater anziehen, so. Checkt ihr, was ich meine? Das Ding, wisst ihr, wie fett das ist? So, wir lassen Sweater weg. Machen Jacke noch. Oh mein Gott, das wird grauenhaft, ne? Das wird grauenhaft. Digga, das wird ja geistkrank. Welche Jacke nehmen wir denn? Nehmen wir Everex, die von gerade, oder die andere Lederjacke? Ich weiß gerade nicht. Die Lederjacke von gerade zu nehmen, weil die ist halt so Bomberjacke, die ist halt so breit und breit geschnitten. Und dieses Shirt von PDF ist halt auch voll breit. Ich glaube, das wird so am besten harmonieren. Oh, Digga, ich glaube, das wird gottlos. Warte mal, ich zieh mal. Jetzt zieh ich an. Wobei das zusammen geht sogar noch. Also ist jetzt nicht. Übertrieben fresh, aber das zusammen, das Ding ist, die Hose sieht halt jetzt wegen den Lichtern richtig krank grün aus, die ist ja eigentlich ein bisschen blasser, aber das geht eigentlich noch so, oder? Das kann man machen, aber ist jetzt auch nicht so, ne? Aber es geht noch. Übrigens auch Shoutout zu Rick, sieht man das? Dass sie hier einfach immer so weiß-blau färben, aus dem Nichts, ich putze das immer, dann ist das weg, dann kommt das wieder. Shoutout zu Rick auf jeden Fall für 1000 Euro Schuhe, geil. Digga, ich sage ehrlich, also jetzt, wo ich das gerade ohne Lederjacke sehe, ich sag, kann man sogar pullen. Also würde ich jetzt, glaube ich, nicht, aber man kann. Guck mal. Aber ich finde, es geht. Also ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Es ist natürlich wack, so. Aber es geht. Es geht, so. Ich finde, die Hose scheißt halt ein bisschen rein. Ich sehe aus, wie Mama hat mir Geld in die Hand gedrückt, ich soll shoppen gehen und hat mir das geholt. Tja, also was ist das denn? Das ist es nicht. Hölle. Das Ding ist halt, wir haben jetzt ein Outfit, was mit war, ein Outfit, was Arsch war, also gerade. Eigentlich brauchen wir jetzt noch ein Outfit, was fresh ist, damit wir alles drauf abgedeckt haben. Weil das ja hier gerade ist ja bodenlos. Also ich würde sagen, eine Runde machen wir noch, okay? Eine Runde machen wir noch und das Ziel ist jetzt rauszuhauen, okay? Jetzt müssen wir eigentlich raushauen. Ich will ein gutes Outfit haben. Ich will mit einem guten Outfit dieses Video abschließen. Ich will einen Banger haben. Ein Banger. Okay, Schuhe, bitte. Das entscheidet halt alles, ne? Wenn jetzt hier Turtle Doves kommen oder was, dann ist halt schon vorbei. Es ist jetzt die Aufgabe, mit diesem Schuh, ist Legendenschuh, nur Props an diesen Schuh, ein Outfit zu pullen. Wenn ich jetzt noch als Hose Skinny Jeans bekomme, kann sogar echt fresh werden, weil, keine Ahnung. Oh, scheiße. Okay. Hose. Ich sag irgendwie auch, ich habe irgendwie ein Gefühl auf Ansage, es kommt Wax Denim. Ich weiß nicht. Blaue Baggy. Ich sag aber ehrlich, blaue Baggy auf Turtle Doves ist eigentlich. Geht so. Aber Baggy Jeans auf Yeezys passen halt, also auf 350er passen halt generell nicht so. Okay, Baggy Jeans. Mesh, okay. Mesh? Ich sag Sacrolite Mesh macht keinen Sinn. Weil, also das ist zu krasser Kontrast. Blaue Hose, schwarzes Shirt. Das könnte auf, ich sag, das kann sogar kommen vielleicht. Blaue Baggy Denim? Stussy, so blaues Stussy Jersey mit Gelbakzent, dazu so Turtle Doves? So, oder? Nee, kann ein Klang, glaube ich, nicht kommen, aber ist, glaube ich, die beste Option. Weil ich glaube, das macht keinen Sinn. Das ist viel zu krasser Kontrast, das macht gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, das hier würde auch gehen, aber ich glaube, das ist halt kein Mesh. Oder ist das für euch Mesh, Chat? Also, es ist halt kein Mesh, es ist halt Baumwolle, aber es ist halt so, hat halt so eine Art wie Mesh. Aber wie seht, nee, das ist für mich Jersey, das ist kein Mesh. Das ist für mich Kategorie Jersey.
Wobei das halt auch kommen würde, ne? Diesen Grau. Boah, das würde sogar kommen. Diesen Grau. Aber das ist halt Kategorie Jersey. Das ist halt nicht Kategorie Mesh. Ja, das ist Mesh, ich weiß. Aber wir haben ja zwei Kategorien gemacht. Wir haben ja einmal Jersey gemacht und einmal Mesh gemacht. Und das ist für mich Kategorie Jersey. Checkt ihr? Doch, ist Mesh, das zählt. Was sagt ihr, Chat? Ist das ein Regelbruch, wenn ich dieses Shirt nehme, ja oder nein? Ist es ein Regelbruch oder können wir es nehmen? Weil ich sag ehrlich, kann sogar. Ja, nö. Ja, ja, nee, ja, ja. Das ist ja Mesh. Probier beides, ja. Regelbruch. Ach komm, scheiß drauf, wir machen es nicht. Ja, Digga, es kann jetzt eigentlich nur... Digga, warte mal. Das wird so ein Arsch-Outfit. Ich muss jetzt gleich einen Mesh-Shirt mit irgendeiner Jacke anziehen. Jo, easy. Ich zieh einfach mal ein Mesh-Shirt mit einem Mohair an. Jetzt ist halt die Frage, ziehe ich gar kein Mesh-Shirt an, einfach nur den Mohair, weil der ist ja eh da drüber, oder lasse ich den Mohair weg? Weil man das Mesh-Shirt nicht mit einem Mohair stylen kann. Was sagt ihr? Nur Mohair anziehen oder nur Mesh anziehen? Also es geht ja gar nicht beides so. Macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich ein Mohair über den Mesh anziehe, dann sieht man das Mesh ja gar nicht. Mohair. Ja, beides macht keinen Sinn. Wenn ich den Jersey anziehe, darüber ziehe ich das Mohair an, dann sieht man das Jersey nicht. Nur Mohair. Mohair weg. Mohair, nur Mohair. Ach, warte, ich hab's nochmal gespinnt. Ich bin dumm. Wir machen mal... Oh mein Gott, warte mal. Chat. Oh mein Gott, Chat. Wir haben vielleicht doch wieder gekocht. Und jetzt passt auf. Acne Mohair. Aha. Vielleicht sein. Der wird's. Das ist halt ein unnormal besonderen Fit, aber ich denke, das kriegen wir hin. Das ist doch ein Knit und kein Mohair. Bro, das ist auf jeden Fall ein Mohair. Das ist auf jeden Fall Mohair. Also zu 100% ist das Mohair. Ich kann ja mal ins Etikett gucken. 25% Mohair. Workwear-Jacke. Ja, das macht's halt jetzt kaputt, ne? Also die Jacke macht's kaputt. Ich würde aber sagen, wir bewerten das Outfit einmal mit Jacke und einmal ohne Jacke. Weil die Jacke macht, also jede Jacke hätte das jetzt kaputt gemacht. Weil dieser Acne Mohair sieht mit jeder Jacke scheiß aus, weil der hat so einen komischen Schnitt, der sieht mit jeder Jacke scheiß aus. Wir müssen aber erstmal uns für eine Denim entscheiden. Wir brauchen eine Blue Denim. Welche Blue Denim nehmen wir? No Face gedacht vielleicht? Trend Vision, die sind eigentlich, also Deputy und Trend Vision sind eigentlich gefühlt gleich. Oder wir nehmen No Face. Schreibt mal in den Chat. TV, DD oder NFS? Außer, ja okay, dann Deputy. Ja okay, wir machen Deputy. Abstimmung sagt Deputy. Das heißt, wir machen Deputy. So, ich sage, die einzelnen Pieces sind halt wieder cool. So, ich sag ehrlich. Guck mal, der Sweater. Wie hart ist dieser Agnes-Sweater? Mit diesen langen Ärmeln. So, wie hart ist der? So, ne? Übertrieben cooles Ding, so, ne? So, dann. Achso, die Denim, okay? Denkst du so, okay. Und jetzt geht's halt ab. Jetzt geht's ab, meine lieben Damen und Herren. Jetzt geht's ab. Also, der Fit mit einem geilen Schuh, wäre hart. So, wäre ein harter Fit. So, Hose kommt cool mit dem Sweater und so. Das harmoniert und so. Aber der Fit mit den Schuhen. Digga, wie das aussieht. Ich müsste eigentlich so... meine Hose müsste eigentlich so sein. Das ist einfach... Digga, das sieht aus, als hätte ich Socken an. Das hätte ich einfach graue Socken an. Digga, ich sag echt, mit Workwear-Jacke ist eigentlich nicht mal so... Also, die macht es jetzt nicht viel schlimmer, finde ich. So. Wisst ihr, welche Schuhe darauf hart kommen würden? Und das sage ich euch jetzt so, wie es ist. Und auch, wenn ihr die Schuhe immer hatet, ich werde sie bis an den letzten Tag verteidigen. Diese Amiri-Dinger. Digga, und ich werde nie verstehen, wieso alle immer diese Amiri-Schuhe haten. Digga, guck mal bitte, wie fresh diese Amiri-Schuhe sind. Was ist mit dem Video gewesen? Das waren die 3 Spins. Ja, ihr habt gerade schon gehört, was meine Meinung dazu ist. Hätte besser laufen können. Schreibt gerne mal auch bei YouTube in die Kommentare, wie ihr das Ganze fand, ob wir es mal öfter machen sollen, ob ihr das feiert, ob ihr das enjoyt. Da können wir das gerne öfter machen, auch gerne im Stream öfter einbinden. Ansonsten wär's das.
Macht's gut, alles mit Humor nehmen, ne? Dürft nicht irgendwie denken wie, Jan hat keinen Style, das sah so Arsch aus, Digga. Was soll ich machen mit den Picks so, ne? Aber ja, ich glaube, ich fand's eigentlich ganz cool. Ich hoffe, der Stream auch. Und das heißt dazu. Haut rein, macht's gut. Ciao.